Ich würde ja gerne mal so einen Riesenbaum abfällen, aber das dauert zu lange. Guck mal, wie viel ich drin habe. Also ich habe von diesen Dschungelbäumen drei Setzlinge, meine ich. Viereckige Sterne. An Sternen muss ich auch noch was machen. An den Sternen muss ich noch was machen. Ich habe da hier noch einen Baum irgendwo abgenietet hier. Ach, nehme ich hier. Hier ist noch ein kleiner. Ich mache mal. Wirklich viel gemacht haben wir ja eigentlich bis jetzt noch nicht, außer hier mal in der Höhle was farmen, jemanden sterben lassen sehen. Ich glaube, jetzt geht das Grabtreiber noch mal rüber installiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Grafiktreiber liegt, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Stand da im Internet, ich würde Java aktualisieren und den Grafiktreiber. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, jetzt auf, von jetzt auf gleich der Grafiktreiber irgendwelche Modis macht. Ey. Ah, das sag mal nicht zu laut. Da passieren die kuriosesten Geschichten. Du hast einen Bogen mit, ne? Ich habe einen Bogen mit, ja. Aber ich habe auch ein geiles Schwert mit. Das probiere ich übrigens erstmal an der Spinne da aus. Komm, Spinni. Okay, zwei Schläge für eine Spinne. Wie sieht's mit Zombies aus? Komm, Baby. Bam. Bam. Zwei Schläge für die Zombies Spinne, und ja, die haut's auch voll weg. Was? Da brauche ich schon drei, vier Schläge für. Das Gute bei meinem Schwert ist, das haut die Mobs weg, wie heißt es jetzt. Dann sind die außerhalb meiner Reichweite. Das ist gut. Ja, hab ich doch gesagt, das ist gut. Ja, ist das gut, dann musst du mal daherlaufen. Nein, ja, na, wieso? Die kommen doch eh von selber wieder. Oh, ich bin wieder runtergefahren. Ja, ich habe keinen Knochen mit. Mich, hast du Knochen mit? Nein, ich habe meine Knochen alle weggeschmissen. Ich habe hier einen Hund. Ach, mich interessieren die Hunde nicht. Bist du jetzt im Dorf oder wo bist du? Oder im Wald? Ich bin im Wald. Oder am Dorf. Stimmt, ich bin am Dorf. Das hat er. Ich wollte ausprobieren, wie das Schwert bei Creepern drin funktioniert. Auf hinter dir. Oh Mist, Leggy. Wieso ist denn da jetzt einer explodiert? Ich habe darauf geschlagen. Ist das dein Hund hier? Nee. Hier hinten irgendwo liegt ein Knochen. Warte mal. Da, wo das Skelett ist, glaube ich. Weil ich das Spinnenauge. Alter Vater, ey. Hier liegen zwei Knochen. Hinter dir. Da. Was mache ich jetzt damit? Jetzt logge ich hin oder was? Ja, du nimmst die Knochen in der Hand und drückst dann, wenn du bei ihm bist, drauf. Oh, ein Skelettreiter. Im Haus ist sein Pferd kaputt. Was? Der Reiter? Ja. Gehört zu den seltenen Mobs bei Minecraft. Das sieht auch geil aus, die Gegend, wo ich jetzt gerade bin. Läufst von der Wüste über so einen kleinen Steg am Wasser auf den Dschungel zu. Sieht geil aus. Mist. Alter!
Boah, jetzt wäre ich aber beinahe tot gewesen, ey. 2,5 Herzen noch. Ding, ding, ding. Meine Rüstung ist auch. Mein Helm, der ist schon gar nicht mehr existent. Tja, dann würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Hund mir folgt. Also. Der hat ein Halsband, der Hund, wenn er dir gehört. Ein rotes oder ein blaues? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe da Erfahrungspunkte liegen lassen, die nehme ich aber mit. Boah, wie viel Knochen ich schon verschenkt habe, ey. Ich hatte kein Halsband. Ach, scheiß auf das Rottenflash. Ah, das Schwert ist echt cool. Vor allem für Creeper. Wo bist du jetzt? Ich glaube, ich mache mich so langsam hinten auf dem Dampfer ein. Die wäre mir zu viel. Das wird ja jetzt Tag, dann kommt nichts mehr. Aber ich mache mich, eher auf dem Weg nach Hause. Ja, was schätzt du, wie lange noch, Micha? Was, wie lange noch? Aufnahme? Ich denke mal so eine Viertelstunde, wieso? Ich meine ja, einfach so langsam. Pressiert's, ja? Bist, was? Pressiert's, ja? Das heißt, ja. Damit ist gemeint, ob es dich drängt, dass die Aufnahme zu Ende ist. Nee, weil mein Essen ist schon weg. Tja. Alter, Falsch, was ist da hinten für ein Turm, ey? Da geht's, glaube ich, in diese eine Höhle rein, wo ich für dich ein Dings gemacht habe. Ein Turm, damit du siehst, wo es reingeht. Aber wir können ja mal gucken. Ja, das ist das. Da geht's in die eine Mine rein. So. Hopp. Und hopp oder top, genau. Irgendwo im Haus drin, oder was? Nein. Ah. Verlierst du hier Sachen? Nein, wieso? Mach jetzt ein Hähnchen und eine Feder. Das ist wahrscheinlich von irgendeinem Vieh getötet worden. Na toll, ich wollte doch das Ei mitnehmen. Wo ist denn das hin? Egal. Ich habe nur rote Blumen, Micha. Leute, die letzte Viertelstunde müsst ihr dann wohl ohne mich aufnehmen, weil manch, wie gesagt, ich kriege halt alle 2 Sekunden vom Server. Dann versuche ich erst noch eine Lösung zu finden. Das ist doof so, kann ich auch nicht spielen. Ja, wenn man immer rausfliegt, ist kacke. Ja, das ist das. Das hatte ich, als ich mit Minecraft Anfang letzten Jahres angefangen habe. Da ist mir ständig, wie heißt es jetzt, also ich bin ständig rausgeflogen. Da lag es, also JavaScript, da lag es aber an der falschen Java-Version, ey. Da war ich aber froh, als ich das gefixt hatte. Hat richtig installiert, also ja, 64-Bit. Ich werde mal gucken, ich werde noch ein bisschen rumgoogeln und... Ja. Wieso deinstallieren? Java 64-Bit brauchst du doch. Ja. Habe ich schon, nochmal drüber installiert, hab ich. Na toll, jetzt hat er Pech gehabt. Hat er Pech gehabt, weil ich spiele Minecraft im Vollbild. Kann ich ihn nicht hochziehen. Mann, diese Skelette, ne? Die nerven ja mal ungemein, ne? Jetzt hat es aber Pech gehabt. Jetzt ist es tot. Jawohl, ich kann mal wieder meinen Wasseraufzug benutzen. Lol, wieso liegen denn hier so viele Saplings rum?
Ah, ich glaube von Till vorhin. Eigentlich auch doof. Hier soll der Bauernhof und jetzt setze ich das hier schon wieder voll mit Saplings. Aber Bäume brauchen wir ja nun mal. Ja. Ah, wie man sieht, der Till hat sich verabschiedet, ja. Der ist von uns aus dem Channel raus und hier kommt er nicht rein, weil er kein das Passwort nicht mehr hat oder nicht hat. Und wo willst du denn diese Dschungelbäume eben haben? Ja, noch gar nichts. Ich wollte nur die Saplings schon mal einkassieren. Ah, okay. Weil wir da gerade in der Nähe waren. Das war mein Plan da dran. Ich habe auch bei meinem Optifine die Texturen umgestellt. Jetzt verbindet sich auch mein Gras. Jetzt sieht mein Gras ein bisschen besser aus. Ja. Finde ich cool, ja. Na. So, dann gehe ich erstmal die Taschen leer machen sozusagen. Oh, ich habe doch noch... Ich habe schon Kakteen gehabt, okay. Ein paar Dschungel-Saplings wieder eingesackt. Ein paar rote Blümchen. Gras auch. Haben wir sonst noch was für diese Kiste? Die Pilze? Nee, die packe ich mal drinnen rein. Aber die Lilypads, die lege ich jetzt mal hier drauf. Zack und zack und zack. So, was willst du jetzt von mir haben? Wie, was will ich von dir haben? Ja, du willst doch bestimmt diese drei Bäume da haben, oder was, ne? Puh, kannst du behalten, behalt die ruhig. Ja? Dann geh ich mal rüber zu mir einräumen, ne? Ja, mach das. Ach, jetzt habe ich die Lilypads mit runtergenommen, ich Depp. Aber ich glaube, ich mache mal ein bisschen Kaboom-Pulver. Mach ich, natürlich. Das ist normales Holz. Das hier müsste das Holz von dem sein. Und das hier gehört hier hin. Ja, Ordnung ist das halbe Leben. Vor allem, wenn man hier ein bisschen Ordnung hält, dann findet man den ganzen Kram auch besser. Ja, ich esse jetzt Peter. Was isst du? Meine Family wartet auf mich jetzt. Ja, geht ja gleich los. Ja, geht gleich los. Ihr seid ja auch Penntüten, ey. Du und Till. Ja, mach schon mal am Tisch, ich komme jetzt. Gleich hier fertig. Einräumen, ey, ich muss mir noch eine Box machen. Weil keinen Sinn, ey. Alles so ein bisschen anders gestalten. Naja, eventuell legen wir, wenn Lukas, naja, mal mit ihm reden, vielleicht so eine kleine Zwischensession morgen mal ein oder so. Ja. Oder heute, nachher, später vielleicht noch, keine Ahnung, müssen wir mal schauen, was Till sagt auch. Oh. Sorry, Leute. So, jetzt habe ich auch zwei TNT-Kisten schon mal. Mal gucken, was ich mir damit für ein Späßchen erlaube. So, alles abschließen. Ein Ei habe ich schon, das ist ja wirklich viel. Ich werde mir genüsslich gleich ein frisches Bier. Bäh. Was? Bäh, habe ich gesagt. Ach, wie bäh. Ja, bäh. Klingt gleich schön mit meiner vorne Flasche Bier. Ach, die hat schon. Ach, siehst du, da bin ich ja schon im Nachhinein. So, Leute, dann würde ich sagen, dann beenden wir die Session, die Aufnahmesession für heute auch mal. Till hat es ja eh zerlegt. Genau. Und von daher würde ich sagen, tschö, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.